auf geht's! Zap, moin Leute, waren Ori am Start mit einer weiteren kleinen Runde World of Tanks. Diesmal sind wir mal wieder mit dem lieben Da Waylon unterwegs. Und zwar in einem Panzer, den man nicht allzu oft sieht, auch wenn jetzt im gegnerischen Team einer drin ist. Und zwar den Panzerkampfwagen 2, Ausführung J. Das hier ist ein ungewöhnlicher Premium-Panzer, den man nur sehr schwierig oder sehr selten bekommt. So wie in den letzten beiden Tagen zum Beispiel mit 30.500 Gold zusammen für 100 Euro. Und mit diesem Panzer hier wirklich irgendwas zu reißen, ist extrem schwierig. Man sieht hier schon, er schießt Premium. 400 Kugeln kann dieses kleine Panzerchen tragen. Und die normalen Kugeln haben 23 mm Durchschlagskraft. Damit kommt man durch eigentlich überhaupt nichts durch. Außer man erwischt irgendwie die Artillerie oder einen offenen Panzerjäger von hinten. Und schießt einem schön hinten in den Kanonenturm rein, wo keinerlei Panzerung ist. Wie zum Beispiel bei dem Marder 2, Panzerjäger 1 hier. Wenn man den von hinten erwischen würde, bräuchte man noch kein Premium. Aber selbst die Premium-Munition hat nur 46 mm Durchschlag und macht nur 11 Schaden. Und kostet 400 Silber pro Kugel. Die Front von diesem Panzer, Turm sowie auch Chassis, sind 80 mm. Seiten und Heck 50 mm. Wenn man sich diesen kleinen Boxpanzer mal anguckt, das ist eine kleine Maus auf der Tierstufe. Nicht mal von hinten kommen die Gegner wirklich durch einen durch. Plus man ist relativ langsam. Seitlich zu einem T-18 sollte man trotzdem nicht unbedingt fahren. Da Waylon ist hier einer der wenigen Leute, die noch übrig sind. Da ist er weg. Er kriegt hier einiges gedrückt. Auch bei diesem Panzer hier gilt, bei TDs muss man immer noch aufpassen. Das Beste, was man tun kann, ist immer zuerst für die TDs zu gehen. Da zum Beispiel den T-18. Was er auch tut. T-18 ist dann schon mal raus. Das ist eine sehr gute Sache. Dieser Panzer hier ist extrem teuer in der Anschaffung und extrem teuer in dem Moment fährt. Ihr braucht unter gar keinen Umständen darauf zu hoffen, dass ihr irgendwie Profit mit dem Ding hier macht. Das könnt ihr komplett vergessen. Das einzige Gute an dem Ding hier ist wirklich, dass man einfach in die Gegner reinfahren kann und damit quasi, ja, große Verwirrung stiften kann. Er hat hier allerdings ein riesiges Problem, da ist noch ein T-82 und die Artillerie soll wie im Niederregnen. Das wird nicht gut ausgehen. Egal wie es läuft, das wird nicht gut ausgehen. Und da war es auch schon. Ja, das war's. Panzerkampfwagen 2 J. 10 Kills. Das halbe Schlachtfeld hier. Mehr als die Hälfte des Schlachtfelds hat er einfach nur gerockt. Guckt euch das an, wie die sich hier alle knubbeln, um ihn am Ende dann noch zu kriegen. Ist einfach herrlich. Wie gesagt, Panzerjäger Stufe 3 und Artis sind das größte Problem und mehr oder weniger auch das einzige Problem, was dieser Panzer hier hat. Abgesehen natürlich von seiner absolut schrecklichen Durchschlagskraft von 46 mm mit Premium-Munition und 23 mit normalen Kugeln, die wollt ihr nicht verschießen. Gucken wir uns einfach mal an, was das alles gegeben hat und dann kann man noch mal ein bisschen sehen, wie sich das Ganze hier auf die Finanzen so auswirkt. Das Ganze gab ein wunderschönes Panzerass. Dieser Panzer hier wird sehr selten und von nicht allzu vielen Leuten gefahren, also kriegt man eigentlich größtenteils immer ein Panzerass bei dem Ding hier, wenn man so abgeht, vor allen Dingen, wie hier unser lieber Da Waylon das getan hat. Ansonsten noch Nerven aus Stahl. Eine sehr leicht zu bekommende Medaille in dem Ausführung J. Großkaliber, auch sehr schön. Und natürlich den Krieger, aka Top Gun für 6 Kills oder höher. Diese ganzen anderen noch höher gelegenen Medaillen hier, Pulse Medal und so ein Quatsch, das kriegt man auf den niedrigeren Stufen nicht. Ich glaube, das gibt es erst ab Stufe 4 oder 5. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, das müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall eine sehr starke Runde von ihm. 1438 Schaden verursacht. Es ist über das Doppelte von dem, was der Höchste im Gegnerteam verursacht hat.
Das Problem einfach an der Sache war nur, dass das gegnerische Team überlebt hat und der gegnerische Panzerkampfwagen 2 Ausführung J hat natürlich wesentlich weniger Schaden gemacht als der Waylon. Mit diesem Ding hier kann man eigentlich so ziemlich das komplette Feld aufräumen. Man muss halt nur Premium-Munition im Dauerfeuer drin haben. Er selber hat ziemlich viele Treffer kassiert, 121 hier an dieser Stelle. 8 davon sind nur durchgegangen, was ihm am Ende dann das Leben gekostet hat. 113 nicht durchschlagende Treffer auf gleicher Tierstufe. 1852 Schaden blockiert bei der Panzerung. Das ist echt hart. Und wie man hier sehr schön sieht, mit Premium-Account und 33.000 Silber, das er bekommen hat für das Spiel, hat er dadurch, dass er 75.000 Silber aufbringen muss, um die Munition wieder nachzuladen, 42.000 Miese gemacht. 42.000 Miese für ein Stufe 3 Spiel. Das ist definitiv kein günstiger Panzer. So kann das gehen. Also egal, ob man gewinnt oder verliert, man wird ein riesiges, fettes Spiel hinlegen zu 99% und man wird zu 100% auf jeden Fall Verlust machen. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde hier gefallen. Mir auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das ist das erste Mal, dass ich selber den Panzerkampfwagen 2 Ausführung J in einem Replay für mich selber hier gesehen habe. Ich habe mir bis jetzt noch keinen Replay davon angeguckt. Man sieht hier und da mal ein Video auf YouTube von diesem Überpanzer aufploppen, aber selber hatte ich sowas noch nicht vor der Nase. Sehr, sehr schönes Spiel, hat mir richtig gut gefallen. Ich würde den einfach nur die Mini-Maus nennen, denn das ist er nun mal. Kanone kann nix, aber die Panzerung ist stark. Sehr schön. Also das war richtig gut. Wenn ihr selber eine epische Runde habt, nicht unbedingt im Ausführung J, das ist jetzt, ihr müsst jetzt keine Ahnung, wie viel Geld ausgeben, um irgendwie an diesen Panzer ranzukommen. Das solltet ihr sowieso nicht tun. Das ist einfach nur Geldverschwendung. Aber es ist Fun zu sparen. Wenn ihr selber eine richtig geile Runde habt, schickt sie mir doch einfach. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf wotreplays.com zu gehen, euer Replay dort einfach hochzuladen, dem Ganzen einen Titel zu verpassen und mir das anschließend an meine E-Mail-Adresse zu schicken. Beides, sowohl der Link zu der Seite als auch meine E-Mail-Adresse, stehen unten in der Videobeschreibung drin. Sowohl der Link zu diesem Replay. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Selberzocken. Ich habe jetzt Bock bekommen, die Maus wieder auszupacken. Ich werde jetzt erstmal ein paar Ründchen drehen. Wir sehen und hören uns die Tage über wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.